Hier beginnt alles. Die Start- und Zielgerade von Le Mans. Der berühmte Dunlop-Bogen. Die Anfahrt zu dem Essis. Ich befinde mich jetzt in Tertre Rouge und biege auf die Pinadier-Gerade ein. Ich schalte in den vierten Gang. Jetzt. Kilometer lange Pinadier-Gerade vor mir. Augenblicklich ist wenig Verkehr, jedoch im Rennen ist es teilweise sehr gefährlich, die langsamen Autos zu überholen, wie hier zum Beispiel die Carreras. Jetzt kommt die schnellste Kurve in Le Mans, die wird mit 340 jetzt durchfahren, Vollgas. Mühlsand, 300 Meter Anfangspunkt, zurückschalten, die langsamste Kurve im Rimmer, 60 Kilometer. Ich muss jetzt etwas langsam tun, die Carreras haben mich nicht gesehen, jetzt kann ich erst vorbei. Die Anfahrt zur Indianapolis-Kurve, Eingang im vierten Gang, hier, zurück auf den zweiten, kurz in den dritten für Panache und dann wieder zweiter und erster. Oh, das war das weit. Hier muss ich etwas langsam tun, weil ich nicht weiß, was der Carrera macht. Okay. Die Porsche-Kurve. Und alles im dritten Gang. Muss ich wieder warten, bis der 935 die nächste Kurve durchfahren hat. Und jetzt kann ich erst überholen. Anfahrt zu den zwei letzten Schikanen. Die erste. So sieht der Le Mans-Pilot die berühmte Hochgeschwindigkeitspiste in der Sarthe aus dem Cockpit des Martini Porsche 936. Für das Team von Martini Porsche beginnt das berühmteste Langstreckenrennen der Welt seit über 20 Jahren in einer kleinen Dorfgarage. Téloché heißt der Ort, wo die letzten Vorbereitungen getroffen werden. Die Fahrerteams nehmen Maß in ihren Rennwagen. Die dreifachen Le Mans-Sieger Henri Pescarolo und Jackie X. Hurley Haywood und Jürgen Barth. Manfred Schurki und Rolf Stommelen. Werden die geholt? Freitagnachmittag,
Fahrerbesprechung. Ich glaube, das muss der Fahrer entscheiden hier, weil das so verschieden ist. Dann kann es auch passieren, dass wir eben den Verkehr haben an der Box. Ja? Es kann trocken aussehen an der Box und hinten auf der Gerade regnen, so ist es absolut unmöglich zu fahren. Wie auch im Training. Im Training war es schon mal stellenweise besser. Die halbe Runde ein bisschen anders sind. Ja. Ja. Aber ein bisschen größer ist und dann schon wieder vorgegangen. What we feel that during the first 4 or 6 hours we should not care for the speed of the... Der Rennleiter geht noch einmal die Marschroute durch. If they go very fast, let them go. And last year you know that we were surprised that so early he stuck back and you could pass him. So we do not know what they are going to do. But during the first hours it's not necessary to follow anyone or to race with anyone. In the final stage of the race, nobody knows what will happen, and then you can decide another way. But from the beginning, really not. Klein fängt man an in Le Mans. Die 8 Kilometer zwischen Garage und Rennpiste legen die Rennwagen traditionsgemäß über offene Landstraßen zurück. Im modernen Rennsport nimmt die Reifentechnik eine Schlüsselrolle ein. Der Aufwand ist enorm. Der Reifenkrieg ist bei den Sportwagen wesentlich intensiver als zum Beispiel in der Formel 1, wo es nur einen Hersteller gibt. Was ist für Sie besonders wichtig an Le Mans und wie groß ist der Aufwand, den Sie hier betreiben? Ja, für Dunlop ist Le Mans das größte Einzelrennen in diesem Jahr, und zwar für die europäische Dunlop-Gruppe. Wir arbeiten hier zusammen, Dunlop Frankreich, England und wir von Deutschland. Wir haben 10 Monteure, die etwa 1000 Reifen hier bewegen. Wir haben 5 Ingenieure, die an der Boxe den ganzen Betrieb überwachen. Und wir haben ja schon sehr früh im Winter angefangen, mit Porsche gemeinsam Entwicklungsarbeit zu betreiben. Porsche ist ja ein traditioneller Partner von uns, nicht nur im Sport, sondern auch in der Serie. Und wir haben sehr viel Entwicklungsarbeit, speziell auch für den Gruppe 6, betrieben. Und die Ergebnisse im Training und Rennen zeigen, dass wir gut gearbeitet haben, zusammen mit unseren Freunden von Porsche. Wir waren ja im Training 6 Sekunden schneller über dem Rundenrekord. Das geht natürlich im Wesentlichen auf den Wagen, aber wir glauben auch, dass der Reifen einen kleinen Anteil hat. Die Ansprüche in Le Mans sind ja bekanntlich sehr groß, nicht nur auf Schnelligkeit, sondern Ausdauer und auch auf die wechselnden Witterungsbedingungen. Wir versuchen halt, die 24 Stunden von Le Mans zum 24. Mal zu gewinnen.